Und ich heiße euch herzlichst willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play World of Tanks. Ja, wie wir es vielleicht gemerkt haben an der Garage, den Entwicklern geht Halloween nicht so sehr am Arsch vorbei wie mir gerade. Finde ich nicht schlecht eigentlich, die Einrichtung. Schick. Und dann auch schön mit dem Topf da. Da würden sich die Zombies aus State of Decay freuen. Totenschädel hier drin. Das sieht cool aus. Nicht schlecht. Ah, da hinten sind noch Grabsteine. Was gibt's sonst noch? Ja, ein paar Kürbisse, ein paar Totenschädel. Das übliche Gerippe, was ich bei mir auch zu Hause rumliegen hätte. Habe ich. Ist jetzt auch egal. Ja, Tatsache ist, wir starten direkt mit dem Durchbruchswagen 2. Wir starten direkt durch und ich bin hier wieder mit meinem Kuli am rumspielen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bergpass. Sieht für mich sehr nach China aus. Oder Himalaya. Das kann auch sein. Ja, ich wollte jetzt nicht auf Far Cry 4 hier anspielen. Ja, ich bin natürlich wieder hier unterwegs mit den allerneuesten Gaming News. Ich habe die Hoffnung, dass ich das heute noch durchbekomme an dem... Ja, ich glaube, heute ist der 2. November, dass ich das heute noch irgendwie durchgerendert bekomme und hochgeladen kriege. Darum werden die wirklich neu sein. Das ist immer schwierig, das zu sagen, das ist ganz neu und zu meinem Zeitpunkt sind die ja ganz neu. Aber wenn ihr die euch ansieht, zum Beispiel, dann wenn ich das rausbringe, dann sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Ja, fahr mir direkt vor die Karre. Warum auch nicht? Ich habe jetzt natürlich nicht aufgepasst, aber es scheinen nur Vierer im Team, im Gegnerteam zu sein. Ich habe noch nicht gesehen, was für Vierer. Ich will nur nicht hoffen, dass da ein Hetzer dabei ist. Ja, es ist auch relativ früh morgens. Für mich ist es früh morgens, es ist glaube ich irgendwie um 21:45 oder so und darum sind die Server auch relativ leer. Freue ich mich persönlich drüber. Boah, sind wir lahmarschig. Sind wir lahmarschig. Ey, wenn die hier beschließen, eine Sitzblockade zu machen, ne? Ah, Mann, ich will auch Schaden machen. So, das ist nicht mein Problem. Entschuldigung. Ha! Du kleiner Bastard. Ach. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Und kabum. Ja, das habe ich gemerkt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich will auch nur die Kette abschießen. Das muss wehtun. Aha, Kette ist weg. Der ging nicht durch. Der ist abgeprallt. Wie man einfach alle da drauf schießen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wie die letzten Heckenpenner. What? Ja, ich starte einfach mal. Kommt schon, Leute, ich will doch nur einfach hier erzählen. Lasst mich doch in Ruhe. Ja, er fährt mir auch nochmal schön in die Karre rein. Das gefällt mir nicht. Ich fühle mich hier wie auf dem Präsentierteller, wenn ich hier rüber fahre. Kann ich genauso gut einen Feuerwerkskörper losgehen lassen. Schöne Rakete. Dann sehen es auch alle. Ja, ich starte jetzt einfach mal mit dem, was ich zusammengetragen habe. Ich starte einfach mal mit Game of Thrones.
dürfte euch bekannt sein, die Serie. Ich habe ja vor einigen Folgen mal erwähnt, dass es das Telltale sich mal vorgenommen hat, den Scheiß da zu machen. Den Scheiß, was sage ich denn hier? Dass man das als Spiel produzieren sollte. Und ich war ja noch guter Dinge und ich bin immer noch guter Dinge. Das ist, was wird. Es soll ja dieses Jahr dann rauskommen. In der Hinsicht sind wir echt schnell. Und es sollen 5 spielbare Charaktere aus einem aus dem gleichen Haus sein, aus einem aber relativ kleinen Haus. So, ich hoffe, der haut mir jetzt hier nicht den Scheiß da rein. Aus einem relativ kleinen Haus. Dann wurde schon Forrester genannt und Bolton, glaube ich, auch noch. Obwohl Bolton halte ich persönlich für unwahrscheinlich. Da ich ja auch ein Liebhaber dieser Buchreihe bin, wie ich schon mehr als einmal erwähnt habe. Was macht der denn da? Das ist sehr schön. So eine Picknickbank unter einem toten Baum. Da picknicke ich bestimmt im Sommer. Mit der ganzen Familie. So, ein paar von den Schnapsnasen leben noch. Birchgun. Kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Kann mir jetzt auch egal sein, der ist weg. Das kann mir allerdings nicht egal sein. Aber die halten ihn da, glaube ich, oben ganz gut in Schuss. Ja, ich habe kapiert, dass ich langsamer bin als du. Wieso bekomme ich die nicht rein? Unser Munitionslager wurde getroffen. Na toll. Komme ich dir noch ins Visier rein? Nee. Ich will doch nur Schaden machen. What? Wieso werde ich gefokust? Lass mich doch in Ruhe. Drehgeschwindigkeit verringert. Zurück, 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 zurück. Ich will nicht sterben. Ja, hat sich jetzt auch erledigt. Alter, ey, und ich mache den kein Stück Schaden. Das nervt doch. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich drauf, wenn dieses Jahr endlich dann Game of Thrones rauskommt. Ich werde es mir wahrscheinlich holen. Wird wahrscheinlich auch noch ein kleines Let's Play werden. Ich muss erstmal gucken. Es wird nur gesagt, dass es ab 2014 rauskommt. Wann genau ist so eine Sache? Wahrscheinlich zu Weihnachten, vermute ich mir jetzt mal. Wird ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ja, jetzt hole ich mir. Was spiele ich denn? Ah, nehmen wir mal den Kollegen. Und ich habe mich schon gewundert, warum habe ich ein Premium-Account? Das war wegen Halloween. Wollte ich auch noch sagen. Deswegen Halloween haben offenbar jetzt alle Premium-Account. Finde ich nicht schlecht. Ja, das nächste Thema ist Dragon Age Inquisition. Wir kennen es schon. Moment mal eben kurz. Einen Augenblick. Churchill? Schon wieder? Was wollt ihr mit dem Typen? Der nervt nur. Churchill, KV1, T14, sicherlich. Sicherlich. Damit man einen schönen Tritt in den Allerwertesten bekommt. Danke sehr. Und ich bin jetzt hier gerade mit... Doch, ich bin noch mit dem Vierer unterwegs. Ja, auf jeden Fall Dragon Age Inquisition. Wer schon vorher Dragon Age gezockt hat, besonders Dragon Age Origins, der wird, naja, sehr beeindruckt gewesen sein von dem Spiel. Dragon Age 2 war jetzt nicht so prickelnd, da man da nicht dieses taktische Gefühl hatte. Dragon Age ist ja eigentlich ein Spiel, was sich um Taktik dreht. Das haben sie aus Teil 2 rausgenommen. Und das scheinen die offenbar jetzt in den Teil 3, in dem dritten Teil Inquisition, wieder reinzupacken. Was ich persönlich sehr schön finde. Weil das macht dieses ganze Spiel auch ein bisschen schwieriger. Awakening war unglaublich schwierig für meine Verhältnisse. War ein Versuch wert. Und die Vorbereitung bzw. die
Ja, das herum versuchen an dem Spiel selber, weil sind jetzt auf jeden Fall abgeschlossen. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Ah, toll. Der ging nicht durch. Wie, der ging nicht durch? Wirkungstreffer. Zurück, 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 zurück. Ich habe keinen Bock mehr. Nein! Sie haben uns. Moment mal, wo kam der Wolverine her? Das ist immer witzig, man hat 30 Panzer vor allem, aber man sieht nie, wo die herkommen. Ich wollte doch nur Schaden machen, ist das so scheiße. Ach ja. Auf jeden Fall wird jetzt, das Spiel selbst wird am 20. November rauskommen. Und mal gucken, wie es wird. Ne, weil in manchen Sachen sind die Jungs von EA ziemlich unberechenbar. Und vielleicht auch teilweise ein bisschen skrupellos. Kommt drauf an, aus welchem Entwicklerstudio die kommen. Das ist ja so ein internationales Geschäft. Wie bei Ubisoft, die haben ja über ihre Station, wo sie das dann entwickeln und so weiter und so fort. Das nervt mich übrigens bei Ubisoft. Nur mal eben kurz wollte ich das sagen, bei Assassin's Creed, wenn ich das durch habe, dann sitze ich da erstmal eine Viertelstunde und gucke mir an, wer das alles entwickelt hat, ohne dass ich es abbrechen kann. Das war in den ersten Teilen so ein Problem. Teil 4 haben sie es zumindest jetzt so gemacht, dass man es irgendwie vorspulen kann. Aber das nervt. Meine Güte. Seid doch froh, dass ihr Geld dafür bekommen habt. Dann müsst ihr mir noch nie eine Viertelstunde lang Credits zeigen. Habe ich keinen Bock drauf. Auf geht's. Oh, ein reines Zweiergefecht. Naja, mit ein paar Einsern. Aber ansonsten... Supi. Ich freue mich. Bin ich der Einzige, der dieses Kratzen hört? Das hört sich nicht gesund an. Ach, guck mal da. Wirkungstreffer. Ach, scheiße. Wirkungstreffer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wieso habe ich... Hä? Das kapiere ich jetzt gerade nicht. Ich mache den meisten Schaden. So, komme ich hier von den Jungs nochmal was rein? Nee, eher nicht. Was macht denn der Panzerjäger da hinten? Ich werde mich ein bisschen weiter nach hinten verbarrikadieren. Ah, der Leichttraktor... Ach, ist der jetzt weg oder ist der tot? Ich fahre da auch nochmal lieber lang. Die verrecken zwar da vorne jetzt alle, aber ich habe es nicht gern, wenn ein Panzerjäger in meinem Rücken ist. Der scheint auch nicht draufgegangen zu sein. Der hängt hier irgendwo noch rum. Da ist er! Wie, der ging nicht durch? What? Raus hier. What? Ein Schuss und schon tot? Was geht mit dem ab? Alter! Chill deine Lane! Ja. Ja, mit dem Durchbruchswagen. Wir haben allerdings einen Kill gemacht und viel Schaden verteilt. Darum haben wir auch relativ viel Erfahrung bekommen. Selbst mit ohne Premium-Konto hätten wir viel. Was ist denn das hier? Hokus Pokus. Ja. Erfüllen Sie nach eine Anzahl von Gefechten. 10 besten Spieler. Ah, okay. Belohnung ist eine große Ersatzteilkiste. Hm.
Ja, dann fahren wir mal wieder mit dem. Ein bisschen Glück kriegen wir noch ein paar Teile. Das habe ich echt verpennt. Und ich war so beschäftigt mit Hexakill und so weiter. Ich bin auch jetzt die letzten 3, 4 Tage überhaupt nicht zum Zocken gekommen. Ich habe jetzt eigentlich nur noch die Dinger aufgenommen. Und dann noch über die Tage gerendert und dann wieder reingestellt. Weil ich hatte echt keine Zeit mehr. Ist jetzt auch egal. So, ich denke mal. Oh, wieder ein Churchill. Wieso habe ich überall Churchill? Marder, Ramses II, Chinook. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich nenne ihn jetzt mal Ramses II. BDRG1B. Hört sich an wie ein Antrag zum Hausbau, aber das ist offenbar ein Panzer. So, die schießen sich hier wahrscheinlich wieder schon die Hütte wund. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man jetzt durch die Häuser durchbrettern oder was ist das jetzt hier? Direkt schon SOS-Zeichen absetzen, das bringt. Oh ja, jetzt muss ich eben kurz überlegen. Wie mache ich das denn? Nachdenklich über den Bart kratzen. Über den Bart streichen, nicht kratzen. Das wäre echt eklig. Und ich habe immer noch keine Ahnung. Da ist der M5A1 Stuart. Meine Güte, einen komplizierteren Namen gab es auch offenbar nicht. Haben sie wahrscheinlich so aus der Kramkiste noch rausgeholt. Ach, scheiße, verzogen. Und ich kriege hier nichts. Von wem kriege ich jetzt Schaden? Hallo? Jo, ich würde mal sagen, läuft. Ach, schade. Schade, schade. Guck mal, da ist der BDR, wie auch immer er heißt. Könnte ein bisschen leichtsinnig hier sein. Oh. Ach, der Typ hat mich vorhin abgeschossen. Der Marder, der ist da hinten auch noch. What? Ah, schön, ich kann mich durch das Haus durchschießen. Ich brauche eigentlich freie Sicht. Na, der kümmert sich jetzt darum. Ah Mann, das macht mich hier echt nervös. Wirkungstreffer. Das war's für uns. Ich hab doch geschossen! Alter, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nach Hause. Ja, zu den 10 Besten wird es wahrscheinlich nicht laufen. Wie sieht es denn hier mit der Forschung aus? Okay. Einfach mal einbauen. Normalerweise geht das ein Doppelklick, aber irgendwie nicht mehr. Warum, weiß ich auch nicht. So, okay. Dann noch ein letztes Gefecht. Wir haben schon wieder 170 freie Erfahrungen. Ich freue mich.
Tundra. Na, zwei Churchill, ein Gegnerteam, das ist schön. Darüber freue ich mich. Churchill 3 ist bei uns im Team, KV-1, KV-1, KV-1S. Chinu. Ja, ich freue mich. Ich freue mich wie Bolle. Ja, das letzte Thema, was ich noch ansprechen wollte, war Star Citizen. Einigen von euch dürfte es bekannt sein. Das ist eine Art Weltraumsimulation. Das ist mit einem riesigen... Alter, hört sich das ungesund an. Ja, auf jeden Fall Star Citizen ist so eine Weltraumsimulation, wo man dann durch die Welt, durch den Weltraum natürlich fliegt. Und, oh, da ist schon direkt der Cruiser, da habe ich keinen Bock drauf. Nein, ich habe keinen Bock mehr auf dich, hör auf. Ich hätte natürlich direkt schießen können, aber das, na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte direkt so schnell wie möglich weg. Ten Tank Killer 10. Ach, scheiße. Knapp. Na toll. Nach dem Motto, du siehst mich nicht, also kann ich sehe dich nicht, also kannst du mich nicht sehen. Na super, da unten sind die Churchills. Das gefällt mir nicht. Sag ich doch, gefällt mir nicht. Na super, Hilfe, ich kann auch nicht weitermachen. Der Typ, der flankiert mich. Und der Marder versteckt sich hier nur. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Moment mal, was? Hinter mir sind die Typen. Ach du Scheiße. Ja, ich definiere das mal als beschissen. Habe ich dem Schaden gemacht? Und wieso mache ich denen keinen Schaden? Lass den Scheiß. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Ja, das habe ich gemerkt. Sie kann jeden Moment reißen. Wir sind erledigt. Scheiße. Ja gut, auf jeden Fall Star Citizen wird auf jeden Fall eine Präsentation des First-Person-Shooters geben. Ich werde euch den Link reinsetzen. Ich wollte jetzt hier nicht stundenlang herumpalabern und euch alle langweilen. Das tue ich jetzt gerade nicht. Da habe ich keine Lust drauf. Ich habe nämlich selber noch ein bisschen Hunger. Und Tatsache ist, falls ihr Fragen habt noch zu meinen Themen, falls ihr Kommentare dazu habt, falls ihr was sagen solltet dazu, euch steht es offen. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde für möglich halten, niemanden zu sperren. Nein, das werde ich nicht tun. Das, solange keiner nur rumflamet, geht alles supi. Und was ich noch sagen wollte, ich verabschiede mich von euch. Kommentare, Wünsche, schon gesagt, in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und wenn nicht, dann Dislike. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt wissen, wann ich irgendwas Neues hochlade, irgendwas aktualisiere oder ihr wollt unbedingt meine Videos sehen, dann abonniert mich doch einfach. Der rote Button direkt unter meinem Namen, dann, da findet ihr es. Ja, es, ich bin heute ein bisschen verwirrt.
Und schlussendlich sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Let's play World of Tanks. Halleluja.